Hallihallo, willkommen zurück im 11. Kapitel und wir müssen ins Weltall fliegen. Und ich nehme mal an, wir müssen vorher eine Karte kaufen, aber ich gehe erstmal kurz da lang. Oh, ich bin falsch. Oder? Hä? Ich wollte gar nicht in die Innenstadt. Warum sollte ich da wieder hinwollen? Na, das ist ja ein super Aufnahmestart. Oh Mann, ich wollte hier doch gar nicht hin. Ich dachte, das wäre auch ein Ort, wo man losfliegen kann. Aber ich glaube, wir müssen zur Dame, die wir so schön beleidigt haben. Geh zurück, Mensch. Ab. Ja, ein Shuttle ist wohl nicht dasselbe wie eine Rakete, wa? Röhren. Auch sehr einladend. Genau zu ihr. Ach, wahrscheinlich müssen wir hier dann hoch irgendwann. Komm. Wir müssen mit ihr sprechen. Oh, ein bisschen schneller. Ich frage mich übrigens, wozu wir noch diesen goldenen Ring bei uns im Inventar haben. Wofür braucht man den? Der ist nie weggegangen. Keine Ahnung. Schmilzt man den irgendwann ein? Macht da draus was anderes? Willkommen, Madam. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte mich als Kolonist eintragen. Uiuiui. Ich möchte mich als Kolonist eintragen. Sehr gut, Madam. Sie werden diese Entscheidung nicht bereuen. Das kann ich Ihnen versichern. Ich fürchte doch. Eigentlich bereue ich es jetzt schon. Ja. Gut. Wir werden uns bemühen, die perfekte Kolonie für Ihre Bedürfnisse zu finden, nachdem Sie diesen einfachen Auswahlfragebogen ausgefüllt haben. Warum nennen Sie es nicht einfach Sklaverei? Das ist es doch, oder etwa nicht? Gewiss nicht, Madam. Unsere Siedler werden bestens versorgt und voll bezahlt. Egal. Ich muss an Bord eines Schiffes, das mich durch die Morgenstern-Transferstation bringt. Es gibt ein Schiff, das heute Abend mit Kolonisten nach Bokamba 8 startet. Es macht einen Zwischenstopp auf Morgenstern. Aber Sie sollten vielleicht erst unsere Broschüren durchlesen. Tragen Sie mich für, wie war das noch, Bokamba 8 ein. Da möchte ich hin. In Ordnung, Madam. Geben Sie mir bitte Ihren Ausweis aus Newport und legen Sie Ihren Daumen auf das schwarze Feld. Schon sind Sie registriert. So, das war's, Madam. Sie sind jetzt eingetragen. Wenn Sie jetzt nur Ihr Gepäck nehmen... Kein Gepäck. Gar nichts, Madam? Auch nicht schlimm. Sie erhalten alles, was Sie brauchen, wenn Sie in der Kolonie ankommen. Gehen Sie einfach zum Warteraum beim Ausgang 1. Ich muss Sie noch daran erinnern, wenn Sie heute Abend nicht an Bord des Schiffes gehen, stellt dies einen Vertragsbruch dar und wir werden Sie inhaftieren lassen. Wow. Ihnen auch noch einen schönen Tag. Das hat ja gerade alles darüber ausgesagt, oder? Oh. Oh, das ist ja eine richtige Rakete. Hör mal. Da willst du als Vogel aber nicht in die Quere kommen. Oh, das sieht ja cool aus. Das ist richtiger Sci-Fi hier. Wow. Kapitel 12. Traumland. Guck mal, der hat ihn fast aufgegessen. Und wir haben neue Kleidung. Schau sie dir an. Sehr modisches Outfit. Orange passt hervorragend zu meinem Haar. Okay, wo sind wir hier? Alle wirken müde und verloren. Oh Mann, ey, das ist echt traurig. Restaurants, Geschäfte, Casinos, Bars... Alles entworfen, um den Kolonisten auch noch den letzten Dollar aus der Tasche zu ziehen. Na, da wo sie hingehen, brauchen sie sowieso kein Geld mehr. Das ist so traurig. Oh, das ist die Erde hier hinten? Wow. Die Erde. Ich hätte nie gedacht, dass sie so schön und friedlich aussehen kann. Naja, viele Dinge von Weitem betrachtet sehen schön aus tatsächlich. Das Problem ist eher der Blick von Nahem. Wenn man mehr als einen Koffer hat, muss man den Rest zurücklassen. Dann filzen diese Verbrecher den Inhalt und verkaufen alles an die Geschäfte, nachdem sie die Halle geleert haben. Sie ist ganz schön gut informiert, oder?
Also dafür, dass das ja irgendwo doch als Geheimnis gehandelt wird, oder? Also woher weiß sie das alles? Na, der lässt einem auch bestimmt nicht durch. Eine Stationswache, die Kolonisten von den Sperrgebieten fernhält. Mit anderen Worten, er passt auf, dass keiner abhaut. Na dann, hau mal ab. Hey da! Hier darfst du nicht durch, Kolonist. Ja, vielleicht, gibst du ihm einen Goldring? Oder gib ihm doch einfach das Wichtigste, was wir haben. Die Steinscheibe. Pam, an Kopf. Talisman des Gleichgewichts. Magie-Bindetrank. Ich frage mich, wofür wir den noch haben. Irgendwas mit Magie muss ja noch passieren. Hey da! Entschuldige bitte. Hier darfst du nicht durch, Kolonist. Schon recht. Gib ihm doch deine Geldkarte. Nein? Keine Info, wie wir da reinkommen? Füllst doch auch die Taschen. Wenn man mehr als einen Koffer ja hat, muss man den retten. Wie kommen wir denn an ihm vorbei? Ist hier noch irgendwas? Kolonist, Kolonist. Alle wirken. Ja, alle sind verloren. Da trägst du dich, glaube ich. Oh, da. Damentoilette, Männertoilette. Darf sie in die Männertoilette? Die Herrentoilette. Ein Reich großer Geheimnisse und schlechter Gerüche. Ach, Honey, so ein großes Geheimnis ist da nicht. Da muss schon ein echter Notfall eintreten, bevor ich einen Fuß ins Männerklo setze. Frauenklos sehen teilweise nicht besser aus. Die Damentoilette. Mhm. Damen. Was manche sich auf einer Damentoilette so rausnehmen, würde ich nicht als damenhaft bezeichnen. Der einzige Unterschied ist, dass da mehr Kabinen sind, wo man sich hinsetzen kann. Sagen wir mal ehrlich. Okay, auf die Damentoilette. Abgeschlossen. Sie ist abgeschlossen. Hier sind 300 Frauen und die Damentoilette ist abgeschlossen. Na prima. Was soll der Quatsch denn? Abgeschlossen. Ich weiß zwar nicht, was das bringen soll. Kannst du mit der, dem Goldring das nicht umdrehen irgendwie? Nee, mit der Münze vielleicht. Manchmal kann man mit Münzen auch Türen öffnen. Aber nur, wenn die vorne so einen Schlitz haben. Ja, frag, vielleicht kann man ihn ja mal fragen, warum die Darmtoilette zu ist. Nee. Hä, warum ist denn die Darm... Ach so, dann müssen wir auf die Herrentoilette. Ich würde sagen, das ist ein Notfall. Warum ist auch die die Herrentoilette so ranzig? Also will ich lieber nicht antreten. Tief durchatmen und versuch nicht zu atmen. Guck mal, die Tür selber ist schon so richtig rostig und eklig. Naja, was ist das denn? Gruselig. Pop ab, wenn Männlichkeit gefragt ist. Wirkt sofort. Das Geheimnis ist gelüftet. Pop ab. Komm. Um Pop ab, den Quell der Manneskraft zu kaufen, führen Sie bitte Ihre Bank- oder Kreditkarte ein. Was passiert, wenn Frauen das essen? Vielen Dank, dass Sie Pop ab, den Quell der Manneskraft gekauft haben. Bitte beachten Sie, dass die unmäßige Anwendung von Pop-Up dem Quell der Manneskraft unkontrollierte Zuckungen auslösen kann. Geil! Wer will das nicht? Ich darf nicht darüber nachdenken, was darin passiert ist. Abfalleimer. Ein Abfalleimer. Fass doch mal rein, weil es so schön ist. Ich habe das Gefühl, mein ganzes Leben besteht aus dem Hin- und Herschieben von Müll. Tja. Komische Sache. Ach! Hallöchen, da ist ein Loch in der Wand, gut getarnt. Ich muss zugeben, das sind Sicherheitsfanatiker. Nee, würde ich nicht sagen. Ich bin Orange. Entschuldige bitte, ich habe mich verklickt. Das ist ekelhaft. Fass doch mal an. Und mir die Finger schmutzig machen? Kaum. Warum denn nicht? Toilette. Ich will's gar nicht wissen. Dann fass doch mal an. Ich werde ein andermal gehen. Ach nee, fass mal an. Toiletten sind toll. Ich werde ein andermal gehen. Du musst nie auf Klo. Wissen. Ich will. Ja, okay. Ich will's gar nicht wissen. Ich will. Ja, okay. Warum kann man das denn alles anklicken? Es verdeckt einen schmalen Durchgang. Die Münze! Ich wusste das. Jeder hat bestimmt schon mal mit einer Münze so eine Schraube aufgemacht. Also ich habe das auf jeden Fall schon öfter getan. Das ist doch ein Klassiker.
Wer will denn nicht in irgendein dunkles Loch kriechen? Ein dunkles, enges Loch. Er führt wohl in einen größeren Luftschacht oder Versorgungstunnel. Wutz! Wut! Immer ein Stück zur Seite, damit ich was sehen kann. In den Tunnel. Bildschirm. Warum ist da ein Bildschirm an der Stelle? Erklärung bitte. Das sieht nach etwas Abgeschlossenem aus. Das ist auch abgeschlossen. Ich krieg keine Infos. Kann ich da... Ach, ich kann da hingehen. Ah, guck an. Hier sind wir. Versorgungstunnel Ausgang 2. Versorgungstunnel Ausgang 1. Und da können wir noch nicht hin. Und das ist wahrscheinlich egal. Wir gehen erstmal den Gang weiter entlang und gucken, wo wir ankommen. Die Schächte ziehen sich meilenweit hin. Bevor ich es riskiere, mich zu verlaufen, sollte ich überlegen, wohin ich laufe. Alles klar. Erstmal Ausgang 1. Ach, na klar. Eine Kamera. Nicht so nah ran! Eine Überwachungskamera. Sie ist über ein Glasfaserkabel mit einem Stationsbildschirm verbunden. Aha. Linker Flur, aber die guckt ja nur in eine Richtung. Kann ich das Kabel abmachen? Oh. Okay. Oh! Oh! Ah! Geh! Geh! Los! Zurück! Zurück! Ah! Was ist hier los? Wer ist da? Ah! Heda, stehen bleiben! Sofort stehen bleiben! Was ist das denn gewesen? Was war denn das für ein Move? Ey, April! Noch langsamer hätte die nicht sein können, oder? Was? 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 Okay, ich sehe einen Kaffee. Ich hab Pillen. Ein Kaffeebecher. Ich seh's. Ein Kaffeebecher. Ich seh's. Ich weiß zwar nicht wofür, aber... Oh Gott, ich muss mich beeilen. Mach einfach. Vollkommen egal. Ist eine genug? Ach, zum Henker. Ich tue sie alle rein, nur um sicher zu gehen. Ich kann sie ja nicht selbst gebrauchen. Schnell. Hör auf zu labern. Er kommt doch zurück. Schnell. Du Vollidiot. Was zum Kuckuck machst du hier? Hier ist Sperrgebiet. April, wieso? Beweg deinen Hintern. Zurück zu den anderen Kolonisten, Fräuleinchen. Was war denn das für ein Move gerade? Wie langsam kann man sein? Also zum einen, ich wusste gerade tatsächlich nicht, was man machen muss. Es war mir einfach gerade... das Natürlichste der Welt, einen Wachmann Pop-Up-Pillen in den Kaffee zu tun. Aber wofür? Warum müssen wir den da wegkriegen? Ich weiß noch überhaupt nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Das war purer Zufall. So. Liegt der jetzt da und hat Zuckungen? Das wäre doch mal was. Ich dachte, sie guckt erstmal nur durchs Gitter. Warte. Ich muss speichern, das ist mir zu hot. Sichern. Ja. Und weiterspielen. Haben wir es jetzt geschafft oder nicht? Ich will... Oh. Jetzt bitte will ich sehen, wie er abpoppt. Das schmeckt irgendwie komisch. Ich fühle mich... Himmel. Ich spüre tatsächlich... Oh, Liebe. Verdammt. Hoffentlich hat Madame Joyce roter Salon auf der Promenade geöffnet. Das hier ist ein echter Notfall. Klar. Klar. Hast du keine Hände, Mann? Verlässt er einfach seinen Posten. Ich weiß zwar nicht, wofür ich das gemacht habe, aber hey. Ruhebereich. Zellenblock? Luftschleuse. Der Plan sieht anders aus als den wir hatten. Dienst freigeben. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Alles in Ordnung, Zentrale. Ende. Haben wir jetzt Zeit? Ich glaube schon, oder? Eine Reihe von Überwachungsbildschirmen mit den Kameras der Station verbunden. Mantel. Ein Uniformmantel. Kannst du den anziehen?
ist was in der Tasche. Zieh den doch an. Ein kurzer, dünner Zylinder. Ich glaube, das ist ein Magnetschlüssel. Der kann recht nützlich sein. Ja? Ein Magnetschlüssel. Ich glaube, hier sind alle Gefangenen der Station aufgeführt. Wofür? Mal sehen. Genau. Zellenbelegung. Zelle 1, Agusty Bryan. Zelle 2, Ruth Pavani. Zelle 3, Morgan Enger. Zelle 4, Hammer Hansen. Zelle 5, Flücht G. Holloway. G. Holloway? Gordon? Das muss er sein. Der Hüter sitzt in Zelle 5. Ich kenne ja noch einen anderen Gordon, Samuel Gordon. Aber das ist ein Let's Play, was ich irgendwann später spiele. Aha, er ist... den Kaffee der Wache mit etwas synthetischer Liebe würzen. Es ist also so, dass der geflüchtet ist. Ach so. Was passiert, wenn ich da rausgehe? Flur am Ende, linker Flur. Der Gordon ist eingesperrt? Also nehme ich mal an, müssen wir den herausholen. Oh. Zum Frachtraum. Okay, gehen wir zurück. Und da hinten? Das Ding ist, ich muss kurz vermuten, dass wir jetzt uns irgendwie ein Raumschiff holen müssen, um zu dem Punkt zu kommen, wo der Hüter seinen Platz normalerweise hat. Das ist der Zellenblock. Und das ist die Luftschleuse. Geh zurück, Mensch. Muss doch nicht so nah ran. Okay, dann würde ich erstmal vorschlagen, dass wir erstmal in den Frachtraum gehen. Keine Ahnung warum. Aber das ist das, wo es mich zuerst hinzieht. Um vielleicht whatever zu holen. Oder zu gucken, wo wir überhaupt hin müssen und was wir überhaupt brauchen, um hier abzuhauen. Bestätigt, Zentrale. Mache Pause. Ende. Ah, und der Ruhebereich ist jetzt... Bitte wiederholen Sie den Befehl, Sir. Ende. Ich wollte wissen, was du in deinem Ruheraum machst, was du in deiner Freizeit tust. Mehr wollte ich nicht wissen. So, dann... Kann man das Kabel wieder abmachen? Ich meine, nützt jetzt nichts, aber... Kann man dann hier auch hin? Nee, lohnt nicht. Dann gehen wir mal in den Frachtraum. Da wollen wir nicht lang. Gucken, ob wir da irgendwas looten können oder ob wir da irgendwas sehen. Irgendwie... Können im Frachtraum Raumschiffe sein, eventuell? Ich weiß nicht, ich muss mal reinschauen. Computerterminal? Wo sind wir denn? Ich sehe sie nicht. Ah, da ist sie. Kiste. F-202-1. Oh nein, ist nicht dein Ernst, oder? Lieber Himmel, das dauert ja ewig. Das da oben ist T-1-1. Und da unten ist V-4-13. Ich weiß doch gar nicht, wonach wir suchen. Oh Gott. C-34, 102 und 103, D-99, 1 bis 4 und E-20-19. Klar. Alles völlig logisch für mich gerade. Warum? Q-45, 30, 31 und 33. Was ist wohl mit der 32 passiert? Dann L-9-3, L-9-4 und L-10-8. Ich vermute, wir müssen eine spezielle Kiste finden. Aber warum, weiß ich nicht. Die Inventardatenbank. Darin sind alle Teile gespeichert, die im Frachtraum gelagert werden. Mhm. Hier ist nichts, wonach ich suche. Da ist nichts, wonach du suchst? Du meinst, du weißt gar nicht, wonach du suchen sollst. Das ist mal eher das Problem hier. G42-1 bis... Die ganze Reihe scheint zur G42-Serie zu gehören. Brauchen wir Ersatzteile irgendwie? Für G98, ein Raumschiff? 10, 13 und L10, 10, 10, 11 und 12. Weil es so schön ist, können wir hier auch nochmal den Stapelkisten und weiteren Stapelkisten
Oh, noch mehr Kisten. G43, 15 oh Mann. Und 16. R190, R952 und A696. Komm, wir werden das am Ende nochmal machen müssen. Ich weiß es jetzt schon. Wir wissen ja nicht, wonach wir suchen gerade. E1489 bis 102 und L109. Das ist so ein Moment, wo man merkt, dass die Entwickler dem Spieler einen kleinen Streich spielen. Nur um den zu ärgern. Nur dafür ist das da. Gut, dann gehen wir mal zurück. Vielleicht müssen wir erst mit Gordon reden. Und vielleicht sagt er uns dann, yo, du brauchst L1010, weil da ist ein Raumschiff drin. Keine Ahnung. Und dann holen wir uns das und bauen uns das zusammen. Komm. Ab in die Tür. Schneller bitte. Danke. Dann gehen wir mal woanders hin. So. Ruhebereich, Dienst freigeben. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Das ist zwar nicht ganz korrekt, aber gut. Komm, wir gehen erstmal. Bestätige, Zentrale. Mache Pause. Ende. Ja, mach mal Pause. Pause. Geh dich ausruhen. Du hast es dir verdient. Du arbeitest so hart. Herr Wächter. Da! Wir wissen, dass der in der 5 ist. Die anderen brauchen wir uns gar nicht angucken. Kann man auch gar nicht. Rechten Ausgang benutzen. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Ich vermute mal, dass wir dafür den Magnetschlüssel brauchen. Ein Schloss. Ein elektronisches Schloss mit einer verschiebbaren Abdeckung. Na, was haben wir denn da? Und jetzt wird sie umgelegt von ihm, weil der ist gefährlich. Hallo, du warst schwer zu finden. Du sprichst Narven? Kommst du aus Arcadia? Nein, aber ich habe viel geübt. Ich bin ein Reisender wie du. Und wie es aussieht, der nächste Hüter. Obwohl ich im Moment nur April bin. Adrian, bist du hier, um mich zu befreien oder um mich noch weiter auszufragen? Beides. Ich gehöre zu den Guten. Eigentlich bin ich die Letzte, die von den Guten übrig geblieben ist. Das Gleichgewicht bricht zusammen. Ich wollte das Reich des Hüters nicht verlassen, aber ich musste es tun. Niemand macht dir einen Vorwurf. Aber wenn wir nicht bald losgehen, werden wir die Welt nicht mehr retten können. Die Welten. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. Was sollen wir tun? Bleib in meiner Nähe und lass mich alles erledigen. Ich habe in letzter Zeit viel Übung mit Ausflüchten bekommen. Ich werde alles tun, was du sagst. Okay. Jetzt haben wir den am Hacken. Oh, der läuft aber auch so, als ob er nicht gerade lange auf dieser Welt ist. Oh, nicht fallen, nicht fallen. Der hat übrigens eine sehr angenehme Stimme, muss ich mal sagen. Sehr angenehm. Ich frage mich aber, warum der jetzt auf einmal nett ist. Weil der war ja vorher so ein ziemlicher radikaler Typ. So, dann beziehen wir wieder. Bestätige den Befehl, Zentrale. Beziehe Position. Ende. Genau. Und ihm die. Bestätige Zentrale. Mache Pause. Dienst freigeben. Und dann gehen wir da mal zusammen mit unserem Riesenbaby hin. Ne? Oh Gott, guck mal, wie langsam der läuft. Oh, Miss Baby. Der ist ja wirklich ganz frisch. Jetzt haben wir den am Hacken, das gibt's einfach nicht. Ja, komm. Guck mal, wie langsam der läuft. Oh Gott. Park den doch irgendwo und dann hol den wieder ab. Eieiei, warum haben wir den denn jetzt schon? Der kann doch gar nicht. Der kann doch gar nicht lange laufen. Was haben wir denn hier? Ich weiß nicht, was ich hier gerade sehe. Ein Raum voller Metall.
und irgendeiner Technik. Und gib ihm doch mal was zum Anziehen. Guck ihn dir an, der ist nackt. Also der hat nackte Füße, der hat eine nackte Brust. Was tut er? Soweit ich verstehe, liegt das Portal zum Reich der Hüter, ein Wurmloch oder so, irgendwo außerhalb der Station. Nicht weit von dieser Metallkiste. Nicht weit. Ich kann es spüren, es ruft mich. Vielleicht eine Tagesreise zu Fuß. Glaub mir, wir werden viel schneller sein. Bleib hier, während ich alles vorbereite. Geh auf gar keinen Fall weg, hörst du? Ich bleibe hier. Ich gehe nirgendwo hin. Dieser Ort macht mir Angst. Der wirkt ganz normal auf mich tatsächlich. Rote Taste. Mach einfach irgendwie ein Tor zum Weltall auf. Dann ist alles gegessen. Dann habt ihr beide Ruhe für immer. Komm. Kapsel laden. Na, dann lad mal die Kapsel. Na, Linksklick. Funktionierst du? Linksklick, hallo. Hey! Mein Gott. Ich weiß nicht, ob es an der Maus liegt oder am Spiel. Wo? Ah! Oh. Eine Ein-Mann-Kapsel. Sie wird benutzt, um außerhalb der Station Wartungsarbeiten durchzuführen. In der Schule haben wir ähnliche Kapseln zum Spaß in Simulationen benutzt. Cool. Eine Ein-Mann-Kapsel. Ich habe schon einige Erfahrungen mit diesen Dingern. Sie sind ausgesprochen wendig und schnell. Okay. Kann ich mit Adrian nochmal reden? Warte einfach hier. Ich versuche, einen Weg durch das Wurmloch zu finden. Aber was fehlt uns denn? Was brauchen wir denn? Kann man hier seitlich noch weitergehen? Nee. Hier ist vorbei. Kapsel. Was? Ich weiß ja nicht. Ja, sie sagt nur, das ist eine Ein-Mann-Kapsel, aber ihr seid zwei. Ich meine ja nur. Ah, eine gelbe Taste. Was macht die gelbe? Ja. 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 Was hat das jetzt getan? Wie bitte? Keine Info? Drück die gelbe Taste. Das hört sich aber irgendwie falsch an. Was denn? Warum? Eine Ein-Mann-Kapsel. Ja, ich sehe, dass das eine Ein-Mann-Kapsel ist. Warum funktioniert die gelbe Taste nicht? Sag mir doch was dazu, bitte. Irgendwas. Kapsel starten. Und das funktioniert nicht. Warum funktioniert das nicht? Gibt's hier irgendwas? Muss ich das irgendwie... Eine Ein-Mann-Kapsel. Ja, doch. Gibt's hier irgendwo ein... Ah. Sauerstofffilter? Verdammt, der Filter fehlt. Sauerstofffilter. Sauerstofffilter. Keine Nummer, keine Zahl? Okay, dann gehen wir mal in den Frachtraum und gucken, welche Zahl und Nummer der Sauerstofffilter hat. Es ist nach wie vor eine Ein-Mann-Kapsel. Ich meine ja nur. Ein Mann. Grrr. Jetzt müssen wir hier wieder einen hinstellen, einen vom Frachtraum abziehen und hoffen, dass wir jetzt nicht die Zahl überlesen haben. Weiter. Rein da. Hier klappt das mit dem Linksklick besser. Verstehe ich nicht. Wo war das Problem? Ein-Mann-Kapsel. Juppidai-di-dai. Quetscht ihr euch da zusammen rein? Von mir aus? Wir müssen in den Frachtraum. Bestätige den Befehl. Jutti. War das links? War das der Eingang hier? Der Frachtraum? Ich muss nochmal gucken, ne?
Vielleicht schießt sie ja nur ihn ab. Wäre ja auch... Das wäre ziemlich gemein. Der weiß gar nicht, wo er hin muss. Der kennt sich nicht aus. Der kennt sich mit Technik nicht aus. Sie kennt sich sehr gut aus. Unangenehm. Aber vielleicht sagt uns jetzt das Terminal, wo wir den Sauerstofffilter finden. Ich starte eine Schnellsuche nach dem Sauerstofffilter, den ich brauche. Du weißt doch nicht mal, welches Modell. Kapseln, Ersatzteile, Sauerstofffilter. Na endlich. Sie haben jede Menge davon auf Lager. Im Bereich L10-9. L10-9. Jede Menge Kisten. Ja. Jede Menge Kisten. War das da hinten gewesen? Jetzt sag nicht jede Menge Kisten. E1489 bis da, da. 102 und L10-9. Das muss es sein. Dann nimm doch. Klasse. Ich bin begeistert. Rennt sie oder läuft sie? Ich kann es nicht sehen. Bewegen Sie sich bitte. So. Na dann. Zum Überwachungsflur. Ein Filter haben wir. Na, wir werden gleich erfahren, wie sie dieses Problem mit der Einmannkapsel denn lösen möchte, ne? Ich weiß nicht wie. Hängt sich wahrscheinlich einfach hinten dran. Sie hat ja noch einen Polypen im Hals. Die kann ja atmen. Den hat sie doch nie ausgebrochen, oder? Oder hat er sich irgendwann selbst verdaut? Obwohl, im Hals sollte nichts verdaut werden. Raus mit dir. An die Arbeit. Sei mal nicht so faul. So. Ich finde es ganz nett, dass es gerade so läuft. Sowas mag ich gerne anspielen. Genau. So, na dann jetzt gucken wir mal. Oh, meine Katze kommt auf den Schoß. Hallo, aber ich kann gerade nicht. Ich weiß, du willst schmusen. Das ist gerade ganz schlecht, Katze. Ganz schlecht. So, geh mal hier rüber. Nee, renn mal. Und bau das Ding mal ein. Ah, Katze, bitte. So, jetzt habe ich eine Katze auf dem Schoß. Sauerstofffilter. Ach so, jetzt funktioniert, jetzt leuchtet auch die gelbe Taste. Klasse. Steig in diese Maschine. Was ist das? Eine Kapsel mit einem besonderen Raumanzug. Ach, du kannst ja nicht wissen, wovon ich rede. Jedenfalls wird es dich schützen, wenn wir durch das Portal reisen. Das ist das Wichtigste. Wie kann ich es benutzen? Du brauchst nichts zu tun. Ich werde direkt nach dir starten. Und wenn ich dich eingeholt habe, reisen wir gemeinsam durch das Portal. Ich verstehe. Eines noch, April. Wenn wir in das Reich des Hüters kommen, werden wir vielleicht getrennt. Ich muss dich warnen. Wovor? Ja, wovor? Vor den drei Prüfungen, die du bestehen musst, bevor du zum Brunnen der Schöpfung kommst. Noch mehr Prüfungen? Ich dachte, jetzt, wo ich die Scheibe habe... Die Scheibe ist nur der Schlüssel und der Ersatz für die Scheibe, die ich zerbrach, als ich den Turm verließ. Du musst dem Gleichgewicht noch beweisen, dass du würdig bist, 1000 Jahre lang die Verantwortung des Hüteamtes zu übernehmen. Okay. Sag, wie laufen die drei Prüfungen ab? Die erste Prüfung ist die der Macht. Vernichte einen mächtigen Gegner mit Hilfe deiner magischen und kriegerischen Begabung. Na toll. Ich habe weder eine magische noch eine kriegerische Begabung. Und die zweite Prüfung? Die zweite Prüfung ist die des Geistes. Du musst dich deiner größten Furcht, der Dunkelheit in deinem Herzen, stellen, um weiterzukommen. Das müssen wir alle. Spinnen? Vielleicht kennst du deine größte Furcht noch gar nicht, April. Sie ist in deinem Herzen verschlossen. Die dritte Prüfung ist die der Materie.
Um zum Brunnen der Schöpfung zu gelangen, musst du mit allen Mitteln eine schier unüberwindliche Barriere hinter dir lassen. Die dritte Prüfung klingt noch am einfachsten. Und war's das? Wenn ich alle drei Prüfungen bestehe, bin ich durch? Ja. Wie ich schon sagte, besteht die Möglichkeit, dass ich nicht bei dir sein kann. In dem Fall musst du dich auf dem Weg zum Turm machen. Gut, ich hab's verstanden. Aber jetzt sollten wir uns beeilen, bevor uns jemand findet. Steig in die Kapsel und mach dir keine Sorgen. Ich bin direkt hinter dir. Du hast doch gar keinen Anzug, Mädchen. Grrr. Na gut, wir schießen ihn erstmal weg. Und dann werden wir auf jeden Fall ohne ihn da ankommen. Das kann ich dir schon versprechen. Ach, und da kommt eine neue Kapsel direkt. Es geht gleich weiter. Ach, das wussten sie, dass sie ausgetauscht werden? Ui, das sieht aber schön aus. Wally? Und er eiert dann so durch die Gegend, weil er keine Ahnung hat. Oh Mann, ey, der Arme, guck mal. Oh Mann. Ja, schnapp ihn dir, los. Hand in Hand. Ach, jetzt kann er auf einmal folgen? Oder folgt sie ihm? Dramatik. Ach nee. Der hat natürlich auch einen Raumanzug, der schwarz ist, weil damit man weiß, dass der böse ist. Was? Schon wieder ein Kapitel weniger? Also, Kapitel 13? Wir sind im Reich des Hüters. Da liegen doch zwei Kapseln, wenn ich mich nicht täusche. Oder Hallo? Sind das Teile? Ist da jemand? Wow. Verglichen mit diesem Ort war Arcadia regelrecht normal. Blauer Sand, sowas habe ich außer bei Picasso noch nie gesehen. Super spannend. Und ich nehme mal an, dass das da hinten der Turm ist. Ja. Oh, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Aber ich muss an dieser Stelle die Folge leider beenden. Oh. Bis zum nächsten Mal. Und dann erfahren wir mehr. Ich fühle, dass das Spiel langsam zu Ende geht. Ach Mensch. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!